Ja, Reiners. Richtig, Ute Reiners. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Fragt, wer ich bin, legt einfach auf. Ein Mann? Ja. Den du kennst? Nee. Und fragt einfach, wer am Apparat ist? Ja. Vielleicht will der nur wissen, ob ich zu Hause bin. Hast du Angst? Angst, ne. Wie lange geht denn das schon? Seit 3 Tagen. Na, ruf doch einmal die Polizei an. Okay, die würden mich doch nur auslachen. Musst du wirklich schon gehen? Na ja, mal, ist ja schon ziemlich spät. Du, fahr aber vorsichtig. Keine Sorge. Bis morgen. Ja, wir können ja zusammen Mittagessen. Ja, sehr gut. Da ist ja. Hallo? Können Sie mal aufmachen? Wer ist denn da? Sie sind bei Ute Reiners. Ja, was wollen Sie von mir? Ich habe vor ein paar Tagen mal Ihnen Bücher gekauft. Ja, und? Über Spanien. Ich sagte Ihnen, dass ich Sie für eine wissenschaftliche Arbeit brauchte. Und, was ist damit? Sie sagten, Sie seien selber mal in Spanien gewesen. Kann ich nicht mal zu Ihnen raufkommen? Nein! Nein, doch auf! Warten Sie, ich komme runter. Ach, du willst mit dem reden? Warum denn nicht? Wir sind doch zu zweit. Komm, ich bring dich. Der spinnt doch. Kann ich lieber warten, bis der weg ist? Abend am St. Klamroth. Ja. Gehen Sie hinunter? Ja, ich gehe gerade in den Keller. Würden Sie so freundlich sein, meine Freundin und mich vor die Haustür zu begleiten? Vor die Haustür? Ja, es könnte da jemand stehen, der Spaß dran hat, junge Frauen zu belästigen. Das mache ich gern. Ich habe Frauen belästigt, finde ich auch schon. Kommen Sie mal! Und ich muss ja wieder nach Hause. Wollen wir mal sehen, wer da so vergnügungssüchtig ist. Unser Freund hat sich schon dünne gemacht. Wo müssen Sie denn hin? Nur zu meinem Wagen. Wo steht er? Gleich da vorne. Soll ich Sie begleiten? Nein. Also tschüss, Ute. Morgen. Gehen Sie mal nach oben in Ihrem dünnen Kleidchen. Ich warte noch, bis sie eingestiegen ist. Danke. Ein Mordversuch? Moment mal. Verkehrsunfall. Ein Zeuge behauptet, es sei ein Mordversuch. Wer sind Sie und wo kann ich Sie treffen? Ja, ich sagte, na, dann gehen Sie mal los, nicht? Ich warte hier, bis Sie an Ihrem Wagen sind, nicht? Und ich stand dann hier auf, nicht? Und der Wagen kam plötzlich da an, ja. Und kam von da und fuhr direkt auf das Mädchen zu. So stand sie, nicht? Und machte sich ganz schmal, aber... Er fuhr direkt auf das Mädchen zu. Er hat sie einfach überfahren. Einfach überfahren. Sagen Sie, haben Sie vielleicht den Wagen erkannt, die Farbe, Kennzeichen oder sowas? Ja, ich habe nur auf das Mädchen geachtet. Der Wagen war irgendwie grau, so dunkel. Wo ist denn die Freundin, bei der Sie zu Besuch die war? Die ist mit dem Unfallwagen weggefahren. Ich weiß es nicht. Die Tote war eine gute Freundin von Ihnen. Sind die Angehörigen schon verständigt? Frau Reiners, glauben Sie nun auch, dass es sich hier um einen Mordanschlag gehandelt hat? Ja. Und er galt mir. Ich sollte ermordet werden. Sie sind Bibliothekarin, nicht? Ja. Ich arbeite in einer Buchhandlung in der Innenstadt. Der Mann, der Sie heute Abend angerufen hat, der dann später vor Ihrer Haustür stand, war das derselbe, dem Sie diese Spanienbücher verkauft haben? Ich weiß nicht. Vielleicht haben Sie die Stimme erkannt. Keine Ahnung. Wir haben irrsinnig viel Kunden. Ich weiß nicht, wie der Mann aussah. Paul Reiners, könnte irgendjemand einen Grund haben, ihn nach dem Leben zu trachten? Ich weiß nicht. Weder wer noch warum. Sie leben allein hier. Ja. Aber Sie haben noch Angehörige? Nein. Meine Eltern sind gestorben vor ein paar Jahren. Beziehung besonderer Art zu anderen Personen? Sind Sie eng befreundet, verlobt? Vielleicht wollen Sie heiraten, oder? Nein, nichts von alledem. Vielleicht haben wir es hier wirklich mit einem Verkehrsunfall zu tun. Nichts weiter. Ein Verkehrsunfall verursacht von einem besonders rücksichtslosen Fahrer, nicht? Vielleicht war er betrunken. Ja, sicher. Und
Ja, es gibt gar keinen Zusammenhang zwischen dem Unfall und den Anrufen, mit denen Sie belästigt werden. Ich gehe nicht dran. Nehmen Sie ab. Sagen Sie nur, ja, wer ist da? Ja, wer ist da? Ute Reiners hier. Sie sind Ute Reiners? Ah, vor Ihrem Haus. Da ist doch was passiert. Ist da nicht jemand überfahren worden? Wo sind Sie? Ich möchte Sie gerne treffen. Ich bin in der Telefonzelle. Vor Ihrem Haus. Ja gut, ich komme runter. Er hat von der Zelle aus angerufen, gleich um die Ecke. Gut, wir gehen voraus. Wo ist die Zelle? Muss man nach rechts und nach links? Nach rechts. Gibt es hier einen rückwärtigen Ausgang? Nein, leider. Das galt aber nun wirklich eindeutig Ihnen. Es muss einen Grund für diese Anschläge geben. Das ist ganz eindeutig. Jemand will Sie töten. Weshalb? Denken Sie noch einmal ganz genau nach. Erwähnen Sie alles. Alles. Verstehen Sie? Auch das, was Ihnen vielleicht im Moment ganz unwichtig erscheint. Dass ich mir den Kopf zerbreche. Kann nicht einer von Ihnen da bleiben. Ich habe Angst. Ihr auf der Couch ist zwar nicht sehr bequem. Oder ich schlafe auf der Couch. Ich habe Angst, allein zu bleiben. Ich habe schon unbequemer geschlafen. Als Bibliothekarin muss man oder will man Bücher lesen? Man will. Wir sind da ein Spezialgebiet. Mhm. Alte Geschichte. Ja, ist das nicht ein bisschen staubig? Ich meine, trocken? Überhaupt nicht. Das ist irrsinnig interessant. Mhm. Ich meine, woher wir kommen. Wir haben uns doch in den wenigen Jahren überhaupt nicht verändert. In den wenigen Jahren? Ja. Äußerlich hat sich das Leben der Menschen verändert. Aber innen... Haben wir uns nicht verändert, meinen Sie? In den wenigen Jahren? Ihr Vater, was hat der beruflich gemacht? Er war Landvermesser. Und Sie leben hier in und... Mit den Möbeln Ihrer Eltern. Mhm. Bitte gehen Sie ran. Ja, bitte? Ja, bei Ute Reiners. Ich bin ein Bekannter, guter Bekannter von ihr. Grüß dich, Harry. Wo bist du? Ich bin in der Buchhandlung. Ja, ich habe sie hergebracht. Sie wollte unbedingt arbeiten. Es geht ja eigentlich ganz gut. Ein bisschen aus dem Gleichgewicht vielleicht. Gut, warte auf mich. Ich komme hin. Wo ist sie? Hier an der Kasse. Haben die Gespräche mit ihr irgendetwas ergeben? Nee, leider nicht. Wir haben über alles Mögliche gesprochen. Beruf, Familie, Freunde, aber keine Anhaltspunkte. Es muss etwas geben. Guten Tag, Frau Reiners. Wie geht's Ihnen denn? Nicht besonders. Darf er bei mir bleiben? Wir besprechen das gerade. Geben Sie uns noch einen Moment. Selbstverständlich. Da ist er. Wo? Der Mann, dem ich die Spanienbücher verkauft habe. Wo? Der mit der Bastel. Wo ist er? Können Sie jetzt den Mann beschreiben? Ja, das kann ich. Schlank, größer als ich, so etwa. Schmales Gesicht, Nickelbrille, Haare weiß ich nicht, wegen der Bastelmütze. Wie alt etwa? Um die 60. Die Zeichnung ist soweit fertig. Stimmt ungefähr, aber nur ungefähr. Das macht nichts, auch das ungefähr. Lass es mal kopieren. Hilft uns manchmal weiter, vielleicht. Stefan? Augenblick bitte. Ja? Ariane. Ariane, hier ist Stefan, grüß dich. Danke für den Rückruf. Du, ich habe eine ganz große Bitte an dich. Kannst du ein junges Mädchen für ein paar Tage bei dir aufnehmen? Ein junges Mädchen? Was ist mit dir? Ja, ja, natürlich. Bringst du sie her? Nein, Harry bringt sie dir. Ich kann nicht. Einverstanden. Danke. Harry soll was? Zu wem soll er mich bringen? Zu einer sehr guten Bekannten von mir.
Sie bleiben sicherheitshalber für ein paar Tage da, bis wir klarer sind, ja? Sie glauben also, dass... Hören Sie, wir wollen uns doch später keine Vorwürfe machen. Sie werden ein paar Sachen einpacken müssen für die nächsten Tage, was Sie so brauchen. Ach bitte, lassen Sie mir doch Ihren Wohnungsschlüssel hier. Erlauben Sie mir, dass ich mich in Ihrer Wohnung ein wenig umsehe, dass ich mir alles ansehe, ja? Sie können sagen, nein, das möchte ich nicht, ich würde das verstehen. Tun Sie das. Bitte blättern Sie alles durch, lesen Sie alles, ich habe nichts dagegen. Wie geht's ihr? Was macht sie? Sie ist nebenan. Sie wirkt ganz ruhig, sie ist das aber nicht. Ariane, ich habe da vielleicht ein bisschen leichtsinnig gehandelt. Wieso leichtsinnig? Na, ich habe dir das Mädchen ins Haus geschickt. Es könnte sein, nicht unmittelbar, aber es könnte sein, dass ich dich damit in Gefahr gebracht habe. Mich in Gefahr gebracht? So sehe ich das nicht. Ich habe plötzlich Anteil an deinem Leben. Und an einem Leben, jetzt wo du mir dieses Mädchen ins Haus gebracht hast, an einem Leben, das sicher anders ist als das Leben, das ich führe. Normale Leben sind gar nicht so normal. Es geschieht mir recht, wenn ich mal darauf aufmerksam gemacht werde. Nein, Stefan, ich habe keine Angst. Guten Abend, Frau Reiners. Guten Abend. Haben Sie was gefunden? Ach, alles, was ich gefunden habe, macht Sie eigentlich noch sympathischer, als Sie ohnehin schon sind. Aber ein Motiv für das, was Ihnen da passiert ist, das war nicht zu finden. Oder sagen wir besser, es war nicht sichtbar. Es gibt doch keins. Bleibt ihr zum Essen? Ich meine, könnt ihr bleiben? Ja, sehr gerne. Morgen, Stefan. Morgen, Harry. Wo sind die beiden? Zu Hause. Töring und Stolberg passen auf Sie auf. Die beiden ist verlassen. Telegramm? Es kam an die Adresse von Ute Reiners. Aus der Waldklinik. Aufgegeben im Auftrag eines Patienten. Der Mann ist Scherer. Albert Scherer. Der Frau Reiners höflich um ihren Besuch bitte. Wir sind mit Professor Graf verabredet. Wollen Sie vor und links bitte gehen. Danke sehr. Bitte. Wartet bitte einen Moment, ja? Ja. Grüß Gott. Herr Professor Graf? Ja? Mein Name ist Derek. Wir haben miteinander telefoniert. Schön, dass Sie gekommen sind. Wo ist Fräulein Reiners? Sie wartet draußen. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Habe ich richtig verstanden, Sie sind Kriminalbeamter? Ja, das ist richtig. Frau Reiners steht unter Polizeischutz. Warum das denn? Herr Professor, es würde wirklich im Moment zu weit führen, Ihnen das zu erklären. Ich habe eine Frage. Wer ist Herr Albert Scherer? Ein Patient, der sehr schwer krank ist. Um es genauer zu sagen, er wird die nächsten Tage nicht überleben. Und er will Ute Reiners sehen, warum? Er weiß, dass seine Tage gezählt sind und will nur noch dieses Mädchen sehen. Er hat Ihnen keinen Grund gesagt. Ganz offenbar besteht eine sehr tiefe Beziehung. Überhaupt keine. Ute Reiners kennt den Mann, ich hatte den Namen nie gehört. Ich hatte den Eindruck, Herr Scherer kennt sie ganz genau. Menschen, die vor dem Tode stehen und dies wissen, haben nur noch den Menschen im Kopf, der ihnen am meisten bedeutet. So, und das soll Ute Reiner sein? Ich habe Ihre Unterlagen hier. Wann geboren, wo geboren, Buchhändlerin. Ihre Eltern sind vor 6 Jahren gestorben. Das ist richtig. Eine Sekunde bitte, Herr Professor. Fräulein Reiners, das ist Herr Professor Graf. Guten Tag. Guten Tag, Fräulein Reiners. Ich habe gerade erfahren, dass der Patient von Professor Graf Sie ganz genau kennt. Aber ich kenne ihn nicht. Ja, also was das zu bedeuten hat, das werden wir ja wohl bald erfahren. Herr Scherer, wie alt ist er? 62. Er ist todkrank. Er hat nur noch wenige Tage zu leben. Wie ist sein Zustand? Können wir gleich zu ihm? Gehen wir. Kann ich jetzt rein? Kein anderer Besuch jetzt. Ich gehe mit Ihnen hinein. Ach, ich denke, ich sollte dabei sein, Herr Doktor. Aber bitte nur Sie. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich verstehe nicht. Nichts sagen. Bleiben Sie nur. Da sitzen. Wieso darf die rein und ich nicht? Darf ich mal fragen, wer Sie sind? Mein Name ist Scherer. Da drin liegt mein Onkel. Wer ist das Mädchen? Das ist Ute Reiners. Reiners? Kenn ich nicht. Ihr Onkel hat ein Telegramm geschickt, dass er Sie unbedingt sehen möchte. Mein Name ist Derek. Ich kümmere mich um Freund Reiners. Das heißt, ich versuche ihr zu helfen, wenn sie Hilfe braucht.
Braucht sie denn Hilfe? Herr Scherer, Sie können mir helfen und Sie können von Rangers helfen, wenn Sie mir sagen, wer Sie sind. Kann ich jetzt rein? Nein, nein, kein Besuch mehr. Morgen vielleicht. Geht's ihm denn so schlecht? Das ist Herr Scherer, der Neffe des Patienten. Ach ja, es freut mich, Sie kennenzulernen. Würden Sie mir Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer geben? Ja, gerne. Ich danke. Und wer sind Sie? Mein Name ist Derek, Kriminalpolizei, Mordkommission. Mordkommission? Ich darf Sie anrufen, ja? Vielleicht noch heute. Ja, wie Sie wollen. Jederzeit. Guten Tag, Herr Scherer. Guten Tag. Doktor, ich habe eine Frage. Hat Herr Scherer Familie, Frau, Kinder? Nein. Soviel ich weiß, nur eine Haushälterin und einen Bruder. Und der hat einen Sohn. Den haben Sie eben gesehen. Aha, ja. Und die Haushälterin, kann ich die Adresse haben? Ja, in der Aufnahme bitte. Danke, Doktor. Das ist sehr freundlich. Sie haben doch was erfahren. Ja. Warum sagen Sie es mir nicht? Es tut mir leid, ich habe etwas erfahren, was ich nicht sagen kann. Was ich nicht sagen darf, ich bring doch bitte von Rainer zu Ariane, bleibe bei ihr, ich rufe dich an. Ja, ich nehme ein Taxi. Ich schaue mir die Haushälterin an. Okay. Kriminalpolizei. Ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Ich habe Herrn Scherer besucht. Wie geht es Herrn Scherer? Nicht sehr gut. Ja, es geht um Folgendes. Herr Scherer hat seinen Arzt veranlasst, einem jungen Mädchen ein Telegramm zu schicken. In diesem Telegramm bat er, das junge Mädchen ihn zu besuchen. Fräulein Ute Reiners, ist Ihnen der Name bekannt? Er hat es getan. Der Name ist Ihnen also bekannt? Auch die Beziehung zwischen Herrn Scherer und dem jungen Mädchen? Ja, ach, aber ich... Sie dürfen nicht darüber sprechen, nicht wahr? Nein. Er ist Ihr Vater. Was? Es ist nicht nötig, dass sie es erfährt. Sie wird sicherlich bald wissen. Ich habe versprochen, dass sie es nicht erfährt, solange ich lebe. Wem haben Sie das versprochen? Ihrer Mutter. Aber... ich wollte sie wenigstens sehen. Er hat es ihr gesagt? Nein, er hat es mir gesagt. Er hat ja der Mutter versprochen, es dem Mädchen selbst niemals zu sagen. Er hat sich dran gehalten. Warum? Mutter ist seit 6 Jahren tot. Also warum? Sie haben zusammengelebt, aber als dann das Kind kam, hat er sich von ihr getrennt. Aus Gründen, die er sich heute noch vorwirft. Warum hat er die Mutter des Kindes nicht geheiratet? Er hat eine andere Frau kennengelernt. Eine sehr vermögende Frau. Einzige Tochter eines Großindustriellen. Ging ihm wohl damals nicht so sehr gut und es war seine Chance, die er wahrgenommen hat. Er hat die Mutter seiner Tochter sitzen lassen? Ja. Diese Ehe mit dieser vermögenden Frau, war sie unglücklich? Nein, durchaus nicht. Nur, sie bekamen keine Kinder und die Frau, die nie sehr gesund war, starb. Wie lange sind Sie im Haus? Ich habe diese Stellung bald nach dem Tode der Frau Scherer angetreten. Eine Vertrauensstellung? Ja. Herr Scherer ist sehr vermögend, nicht wahr? Wie hoch schätzen Sie sein Vermögen? Viele Millionen. Er hat einen Bruder, nicht wahr? Ja, aber er verkehrt nicht mit ihm. Warum nicht? Er mag ihn nicht. Ja, wieso? Der Sohn des Bruders, der war heute im Krankenhaus. Hat man ihn hineingelassen? Ja, sollte man nicht. Herr Scherer, warum mag Herr Scherer seinen Bruder nicht? Er wollte nicht darüber sprechen. Mhm. Sagt Ihnen diese Zeichnung etwas? Ja, es ist eher die Baskenmütze, an die ich mich erinnere. Aber ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Das wäre schon. Danke. Grüß Gott, ich hätte gerne Herrn Scherer gesprochen, Arthur Scherer. Was wollen Sie von ihm? Ich habe mich mit ihm verabredet. Ich bin seine Mutter. Sie können mir ruhig sagen, was Sie von ihm wollen. Gut, ich komme von der Kriminalpolizei. Und Sie wollen zu meinem Sohn? Ja. Arthur! Da steht die Kriminalpolizei. Was will die von dir? Was hast du mit der Kriminalpolizei zu tun? Gar nichts. Tu mir den Gefallen und geh in deine Küche. Wir haben doch fragen dürfen, was du mit der Polizei zu tun Wir hast. Wir haben uns im Krankenhaus getroffen. Krankenhaus? Ist er tot? Nein, er ist nicht tot. Bitte. Deswegen sind Sie dann hier. Bitte sehr. Danke. Er liegt doch im Sterben, oder? Die haben doch gesagt, dass er nur noch ein paar Tage zu leben hat. Ein paar Stunden. Er lebt noch, Mama.
Entschuldigung. Ja, ich habe gehört, es besteht da gar keine Beziehung mehr zwischen Ihrem Vater und seinem Bruder. Nicht der geringste Kontakt. Ja, das ist richtig. Warum nicht? Da ist mal was vorgekommen. Eine Unregelmäßigkeit, glaube ich. Na, ich möchte es gern genau wissen. Was ist eine Unregelmäßigkeit? Betrug? Ja. Mein Vater ist einmal vor vielen Jahren wegen Betrug verurteilt worden. Hat im Gefängnis gesessen. Ja, das ist jetzt gut 10 Jahre her. Selbst mich wollte mein Onkel nicht mehr sehen. Ich dachte, jetzt, wo er im Sterben liegt, besuche ich ihn mal. Es ist ja mein Onkel. Mein Vater. Was macht Ihr Vater? Was arbeitet er? Nichts. Er arbeitet nur gelegentlich. Er ist doch wohl nicht tot. Nein, er ist nicht tot, Vater. Wie geht es ihm? Was sagt der Arzt? Ich meine, wie lange macht er es noch? Er ist doch im Krankenhaus. Kann man übersehen, wie lange er es noch macht. Ich weiß es nicht, Vater. Muss doch so ein Arzt wissen. Sind das für Leute? Wer sind Sie denn? Mein Name ist Derrick. Von der Mordkommission. Was will er? Ich habe Herrn Derrick im Krankenhaus getroffen. Ach so. Vielleicht können Sie mir dann sagen, wie es meinem Bruder geht. Hoffentlich gut. Es geht ihm gut. Haben Sie ihn gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Na, Ihr Eindruck. Er ist sehr schwach, aber bei Bewusstsein. Alles sehr schön. Gut. Da bist du ja. Du, ich habe Ute und Ariane mit dir hergebracht. Es ging nicht anders. Sind beide nebenan. Grüß Gott. Weißt du, wie wir uns hier vorkommen? Das haben wir festgenommen. Ja, also so unrichtig ist das gar nicht. Darf ich dir bitte aus dem Mantel helfen? Und wenn ich mir die beiden Damen so ansehe, so muss ich sagen, also ich fühle mich richtig wohl dabei. Herr Berger. Ja. Ja, Klein. So. Moment mal, Stefan. Mhm. Eine Frau Rotz. Die Haushälterin von Scherer. Ja, Frau Rotz? Ich weiß jetzt, wo ich den Mann gesehen habe. Es ist ein Mitarbeiter bei einem Notar, mit dem Herr Scherer gearbeitet hat. Ich erinnere mich auch an den Namen. Sebald. Sebald, hm? Und der Anwalt. Notar Dr. Holzner. Hm? Die Adresse? Danke, Frau Roth. Sie haben mir wirklich einen großen Dienst erwiesen. Also das Wichtigste. Ute Reiners ist die leibliche Tochter des todkranken Scherer. So. Und Scherer hinterlässt ein Millionenvermögen. Ah ja? Und der Mann mit der Baskenmütze ist Angestellter bei einem Notar. Ja, das ist unser Herr Sebald, der hier mal angestellt war. Ich muss ihn entlassen. Kam ein Prozess und wurde verurteilt. Ach, er hat im Gefängnis gesessen? Ja, 2,5 Jahre. Weswegen denn? Er beging Unterschlagungen. Herr Scherer, Herr Albert Scherer liegt im Krankenhaus, das werden Sie ja wissen, ist ein Klient von ihm. Ja. Hat Herr Sebald, solange noch Ihr Angestellter war, hat er damit Herrn Scherer zu tun gehabt? Ja. In welcher Angelegenheit hat Herr Sebald mit Herrn Scherer zu tun? Ich muss Sie bitten zu akzeptieren, dass ich... Ich würde versuchen, es Ihnen zu sagen. Herr Scherer hat hier in diesem Büro in Ihrer Gegenwart sein Testament besprochen. Er hat es gemacht und hinterlegt. Ist es richtig? Ja. So. Und jetzt werde ich versuchen, Ihnen zu sagen, was der Inhalt des Testamentes ist. Herr Scherer vermacht sein gesamtes Vermögen seiner unehelichen Tochter Ute Reiners. Sie ist die einzige Erbin von Legaten abgesehen, die er sicherlich seiner Haushälterin ausgesetzt hat. So, und jetzt meine Frage. Was würde passieren, wenn Ute Reiners das Testament nicht antreten kann, weil sie tot ist? Meines Wissens hat Herr Scherer noch einen Bruder. Danke, Herr Doktor. Komm, Harry. Der eigene Bruder? Seine Frau überfiel mich mit der Frage, ist er tot, wie jemand das kaum erwarten kann. Für sie ist es ganz klar, dass nach dem Tode ihres Schwagers das große Geld reinkommt. Sie weiß ja nicht, was im Testament steht. Und dann kam ihr Mann, fragte ganz entsetzt, er ist doch noch nicht tot. Er ist doch noch nicht tot. Verstehst du, als ich ihm dann sagte,
Nein, nein, er ist sehr schwach, aber bei Bewusstsein. Nun hättest du sehen sollen, wie erleichtert er war. Ich meine, verständlich, denn damit war das Testament noch nicht in Kraft und Ute Reiners noch nicht die Erbin. Ne? Was bedeuten würde, dass Scherers Bruder das Testament kennt? Dass er genau weiß, was drinsteht, genauso wie das Sebald weiß, der hier im Notariat gearbeitet hat. Das Mädchen, das muss unbedingt tot sein, bevor der Mann im Krankenhaus stirbt. Jetzt brauchen wir Sebald, Scherer und die Helfershelfer. Geht schon. Herr Scherer, können wir reinkommen? Danke sehr. Sie schon wieder? Ist er jetzt tot? Ich weiß es nicht. Aber gesagt stündlich, jeden Augenblick. Mama. Verdammt nochmal, muss ich diesen Mann lieben, der sich nie um uns gekümmert hat? Muss ich das? Ist der Vater nicht da? Nein, er ist unterwegs. Mhm. Kennen Sie diesen Mann? Sebald. Mein Vater kennt ihn. Ach, Ihr Vater kennt ihn. Ich sage Ihnen gleich, dass ich von diesem Mann keinen guten Eindruck habe. Ich habe Ihnen von den Mordanschlägen gegen das junge Mädchen erzählt. Dieser Mann hat damit zu tun. Dieses junge Mädchen, Ute Reiners, Sie haben sie im Krankenhaus gesehen, ist die Tochter Ihres Onkels. Er hat eine Tochter? Eine uneheliche Tochter, ja. Ich wusste nicht, dass mein Onkel eine Tochter hat. Aber Ihr Vater weiß es. Und er weiß auch, dass Ute Reiners das Vermögen Ihres Onkels erben wird. Es sei denn... Sie stirbt vorher? Ja. Sie halten meinen Vater dazu zu fähig? Und dieser Sebald? Das ist ein Verbrecher. Ich weiß, dass es ein Verbrecher ist. Der hat auch im Gefängnis gesessen. Wie mein Vater. Ein Verbrecher. Und mit Beziehungen zu anderen Verbrechern. Die sich die Millionen gerne teilen möchten. Und dazu muss sie ihr Vater zunächst einmal erben. Wo finde ich Ihren Vater? Ausweiskontrolle. Sie sind Herr Sebald. Darf ich Ihren Ausweis sehen? Natürlich. Herr Scherer, Ihren Ausweis. Ich habe überhaupt nichts damit zu tun. Überhaupt nichts. Sie können mir das nicht in den Schuh schieben. Sie sind festgenommen, Herr Sebald. Sie auch, Herr Scherer. Stehen Sie auf.